herzlich willkommen zu Technik for Fun. Heute mal ein Unboxing für ein Infrarotthermometer, was wir hier auch sehen. Das gibt es bei Pollin unter der Bestellnummer hier. Das kostet 7 Euro im Moment. Und ja, ich zeige euch jetzt einfach mal, was das alles kann. Und gut, den Link packe ich auch nochmal unten in die Videobeschreibung. So, ja, hier haben wir zuerst das Thermometer. Bedienungsanleitung, da kommen wir gleich nochmal dazu. Und zwei Knopfzellen. So, hier haben wir halt so dieses kleine Dings. Also das nennt sich Mini-Infrarot-Thermometer. Und ja, das ist von Pollin. Oh, das war gerade noch WhatsApp. Na, egal. Auf jeden Fall. Ich mache jetzt mal hier die Bedienungsanleitung. Auf die Sache ist die beiden Knopfzellen gehören, sind Ersatzbatterien, also die müssen da nicht mal rein, da sind eben schon welche drinne. Und ja, weil das Ding funktioniert auch schon so. Gut, hier haben wir jetzt den Aufbau davon. Ich weiß nicht, ob man das jetzt auf der Kamera gut sehen kann, also so ist das halt hier. Da haben wir die Taste, hier Monitor und jetzt Infrarot. Messdings und eine kleine Strippe, die wir uns umhängen können, dass wir es nicht verlieren. Soll circa 1 bis 8 cm zu der Oberfläche entfernt sein, also so ein Stückchen hier, damit er halt ordentlich misst. Und man sieht das dann auf dem LCD-Display, die Temperatur, die er anzeigt. Ja, der Messbereich ist von minus 50 bis 220 Grad. Reicht für normale Sachen aus, aber jetzt nicht, wenn man irgendwie Feuer messen will oder so. Naja, ich weiß jetzt nicht genau. Auf jeden Fall. So sieht das ganze Ding aus. Von der Verarbeitung her ist es echt super. Wir haben hier die Taste und jetzt drücke ich da einfach mal drauf. So, jetzt steht hier Volt und Celsius. Wenn ich jetzt drauf drücke, da steht dann jetzt 32,5 Grad. Ich habe jetzt meine Hand gemessen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt passend in die Kamera halte. Denn ich sehe es gerade nicht. Auf jeden Fall, das kann schon gut hinkommen. So, ich würde mal sagen, ich mache gleich noch andere Tests. Und ja, jetzt haben wir nämlich hier ein Wasserglas. Drin habe ich ein Thermometer, das zeigt jetzt 21 Grad an. Ob das jetzt wirklich stimmt, weiß ich nicht. Das Thermometer ist nicht ganz genau, ist so ein ganz einfaches. Jetzt messe ich einfach mal mit dem Infrarotthermometer ins Wasser. Zeigt 20,9 Grad an. Also das passt genau. Ich weiß nicht, ob man das jetzt auf der Kamera sehen kann. Aber das Wasser hat eben gerade gekocht und ihr seht, hat eine Temperatur von 80 Grad. Ist jetzt auch nicht hundertprozentig genau. Und jetzt messe ich mal mit dem Infrarotthermometer. Da haben wir jetzt eine Temperatur von 79,8 Grad. 80 Grad. Ich weiß jetzt nicht, ob man das auf der Kamera erkennen kann. Wenn ich jetzt nochmal hier unten auf dem Kopf messe, haben wir auch die 80 Grad. Also das passt. So, der Kühlschrank hat eine Temperatur von 6 Grad. Jetzt gucken wir mal, was zum Beispiel die Butter hat. Ja, 7,8 Grad. Kommt schon hin. Und keine Ahnung, der Joghurt. Der hat 6,9. Also das passt alles. So, jetzt habe ich hier noch was, nämlich Kühlspray. Ja, das schafft so eine Temperatur, wenn es ganz stark ist, bis ich glaube minus 18 Grad oder so. Auf jeden Fall, ich messe jetzt mal hier die Temperatur vom Tisch. Da wären wir bei 27 Grad. Das kann auch gut sein, weil die Sonne ja drauf scheint. Jetzt spray ich da mal ein bisschen Spray drauf. Jetzt ein bisschen schütteln. So, ihr seht, das ist gefroren. Wir haben minus 14 Grad. Wenn ich da jetzt drauf lasse, ihr seht, es wird immer weniger. Minus 5, dann wird es hier. Also es wird echt immer weniger und ihr seht ja auch, ist gleich kein Eis mehr da. Jetzt hat die ganze Geschichte schon wieder plus 10 Grad. Also ihr seht, es funktioniert auch mit so Kühlspray. Ja gut, ich hoffe, euch hat das kleine Unboxing über das Ding gefallen. Wenn ja, lasst mal einen Daumen nach oben da und dann tschüss, wir sehen uns in einem weiteren Video.